ganz schnell, dann kommt wieder eine Pause, ein bisschen zu leicht. Und dann kann ich schnell zu Kommata und dann kommt es zurück. Muss man ja schon sehr lange testen. Das kriegt er so, dann kann man das immer sagen. Ja, er sieht das ja immer an. Thank you.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie im Namen des Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg herzlich an diesem Freitagabend zur Eröffnung unserer Sonderausstellung 20 Jahre das Gefäß und sein Bild Arbeiten von Martin McWilliam. Es ist fast auf die Woche genau 10 Jahre her, dass wir die Ausstellung des in Sandhatten ansässigen Keramikkünstlers Martin McWilliam Virtual Jar and Bowl a Decade im Dachgeschoss des Schlosses eröffneten. Der Erfolg der damaligen Schau, die eine 10-jährige künstlerische Entwicklung nachzeichnete, brachte uns auf die Idee, daran knüpfen wir 2012 wieder an und dann wollen wir doch mal sehen, was in Martin McWilliams Werkstatt zwischen 2002 und 2012 passiert ist. Wie mag seine künstlerische Entwicklung wohl verlaufen sein? Das Versprechen von damals lösen wir heute ein. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass wir aller Wahrscheinlichkeit nach im Jahre 2022, aber das verschweige ich doch besser, denn Geheimnisse sollte man nicht ohne Not preisgeben. Der Ort des Geschehens, meine Damen und Herren, ist heute derselbe wie anno 2002, nämlich das Dachgeschoss hier im Schloss. Das ist einerseits schön, weil die Raumsituation mit weißen Wänden und schwarzen Dachbalken gut mit Martin McWilliams Werken harmoniert. Andererseits zwingt es mich zu einer Entschuldigung vorab, weil der Weg dorthin eine gelinde Zumutung darstellt. Unser Stammpublikum weiß das nur allzu gut. Sie haben zwar die Möglichkeit, mit dem Fahrstuhl bis ins zweite Obergeschoss zu gelangen, müssen dann allerdings doch noch eine Treppe bewältigen. Dafür aber erwartet Sie dann oben allerdings nicht nur eine, wie ich meine, großartige Ausstellung, sondern auch eine kleine Erfrischung. Es ist mir eine besondere Freude, hier heute Abend die Leiterin des Hettjensmuseums Düsseldorf, Frau Sally Schöne, als Festnehmerin begrüßen zu dürfen. Sie kennt Martin McWilliam seit langem und wir dürfen daher besonders gespannt auf Ihre Sicht auf sein Werk sein. Natürlich ist der Künstler selbst ebenfalls anwesend. Er wird abweichend vom Programm des heutigen Abends, das Sie auf der Einladung vorfanden, ebenfalls noch ein paar Worte sagen. Zwischen den Wortbeiträgen, wie auch zu Beginn dieser Veranstaltung schon, haben wir gehört und werden wir hören klassische Musik des 17. Jahrhunderts, vorgetragen von Veronika Skoplik, Violine, Adrian Rowatkai, Dulcian und Tobias Götting. Auch hier eine kleine Änderung zum Einladungstext. Sie werden es zweifellos bemerkt haben, dass Tobias Götting heute nicht Cembalo spielt, sondern ein Orgelpositiv, was in einem Saal wie in diesem natürlich zusammen mit einem Dulcian eine nachhaltigere akustische Wirkung entfalten kann. Die einzelnen Stücke werden von den Interpreten angesagt werden. Ich möchte eigens noch darauf hinweisen, dass die drei Musiker morgen Abend um 18 Uhr noch einmal in St. Lamberti zu hören sein werden. Der Eintritt ist frei, genau wie für unsere heutige Veranstaltung, doch einer mehr oder minder kleinen Spende wären die Veranstalter nicht abgeneigt. Das ist im Prinzip genauso wie bei uns hier in diesem Haus. Weiterhin möchte ich darauf hinweisen, dass zu unserer heutigen Ausstellung ein Katalog erschienen ist, der als Hardcover inklusive DVD für 20 Euro im Grunde verschenkt ist. Wir haben davon zurzeit nur 100 Exemplare am Lager, deswegen würde ich Sie bitten, beherzt zuzugreifen. Ich danke allen am Aufbau dieser Ausstellung beteiligten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unseres Hauses, natürlich aber auch vor allen Dingen dir, Martin, der du ja die meiste Arbeit gehabt hast, und deiner Praktikantin. Und ich wünsche uns allen, die wir hier sitzen, einen inspirierenden und angenehmen Abend. Und bevor gleich Sally Schöne zu uns sprechen wird, geht es zunächst weiter mit Musik. Vielen Dank.